Es ist Mittwochabend, 18.05 Uhr. Mein Name ist Oliver Rosenthal. Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von Ollis Abendshow. Heute haben wir folgende Themen für Sie im Programm. Das fliegende Spaghetti-Monster ist die Gottheit einer vom amerikanischen Physiker Bobby Henderson gegründeten Spaßreligion. Die Mitglieder bezeichnen sich selbst als Pastafari und nach dem Tod erwartet die Gläubigen unter anderem einen Biervulkan und eine Stripperfabrik. In der heutigen Sendung erfahren Sie, was es mit dieser Religionsgemeinschaft auf sich hat. Mit Leergut Gutes tun. Der Malteser Hilfsdienst hat einige Pfandautomaten in Oldenburg umgerüstet und so können Sie zwischen Frischobstabteilung und Fleischtheke mal eben Gutes tun und ein paar Pfandflaschen spenden. Gut hören vom ersten Lebenstag an. Wenn ein neugeborenes Kind schlecht hört, ist es für seine weitere Entwicklung enorm wichtig, dass die Schwerhörigkeit so schnell wie möglich erkannt und behandelt wird. In Oldenburg und im Ammerland wird jetzt flächendeckend das sogenannte Neugeborenen-Hörscreening angeboten, in Zusammenarbeit mit dem Hörzentrum Oldenburg. Ollis Abendshow informiert über die Einzelheiten. Außerdem hat in Bad Zwischenahn eine neue Kunstausstellung eröffnet. Sabine Harker präsentiert ihre Kunst für jedermann. Das alles und wie immer noch viel, viel mehr erwartet Sie heute in der Abendshow. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mona Lisa. Bilder für jedermann, Kunst und Handwerk. Unter diesem Motto präsentiert Sabine Harker ihre neue Ausstellung im Bahnhof Bad Zwischenahn. Montags bis freitags können Kunstinteressierte die neuen Werke in Augenschein nehmen. Wenn ein Bild besonders gut gefällt, kann es auch gleich vor Ort käuflich erworben werden. Die Erlöse aus dem Verkauf kommen einem karitativen Zweck zugute. Künstlerin Sabine Harker. Das ist für den Familienfonds der Diakonie. Und dieser Familienfonds unterstützt eben Familien mit Kindern, die nicht ganz so viel Geld zur Verfügung haben, sodass sie eben für die Kinder immer alles abdecken können. Und das geht auch direkt an die Kinder. Die Ausstellung findet in den Räumlichkeiten der Firma Zahntechnik Ammerland Zwischenzahn statt. Anita Schall-Aden von Zwischenzahn ist die Ansprechpartnerin vor Ort. Sie betreut die Ausstellung, wenn die Künstlerin abwesend ist. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit einem zahntechnischen Labor? Das ist dadurch gekommen, dass ich hatte eine Ausstellung in der Raiffeisenbank in Oldenburg. Da hatten wir Flyer erstellt und dann hatte mir diese Firma, die die Flyer erstellt hat, diese Adresse genannt, weil die Frau Schall-Aden so freundlich ist, mir die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Sabine Harker malt ihre Bilder hauptsächlich mit Acrylfarben. Viele ihrer Kunstwerke sind plastisch dreidimensional, fast zum Anfassen. Das ist Strukturgel aufgetragen und dann mit Acrylfarben in einer Wischtechnik darüber gearbeitet. Ich mache ganz unterschiedliche Dinge, deswegen heißt das auch Bilder für jedermann, dass eigentlich für jeden Geschmack was dabei ist und auch wirklich für jede Preisklasse, sodass jedermann sich das auch leisten kann. Hat die Hobbykünstlerin auch ein Lieblingsbild? Welche ich sehr schön finde, sind immer diese Blumenbilder, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, weil das ganze Leben irgendwo so für mich da drin ist, wie das halt ist. Mal richtig schön, mal richtig schlecht. Und dann gibt es noch ein Bild, Wissen ist nichts ohne Fantasie. Dass auch Tiere eine künstlerische Ader haben können, ist hinlänglich bekannt. Malende Schimpansen sind keine Seltenheit. Auch Sabine Harker lässt manchmal ihren Hund Ellie mitarbeiten. Der hat mit seinen 4 Pfoten ein Bild gemalt. Da haben die Kinder gedacht, er kann sich da auch mal dran beteiligen an der Aktion und nicht immer nur gucken. Und haben die Kinder die Pfoten goldgelb bemalt. Und als sie übers Bild gelaufen, ja, das ist ein sehr schönes Bild geworden. Und Ellie war total begeistert. Viele Künstler haben spleenige Marotten. Manch einer zieht sich Tage oder sogar wochenlang ins Atelier zurück, um zu arbeiten. Sabine Harker ist da etwas pragmatischer. Ich arbeite bei mir zu Hause in der Küche, weil ich direkt im Leben dabei sein möchte. Und ich bin den ganzen Tag berufstätig und da möchte ich abends nicht auch noch immer weg sein und arbeite dann in der Küche zwischen Essen kochen und Abwaschen, also so mitten im Leben drin. Das gefällt mir am besten. Die Künstlerin ist alleinerziehende Mutter von 2 Töchtern und malt bereits, seit ihre Kinder auf der Welt sind. Seit dem Jahr 2006 kümmert sie sich jedoch noch intensiver um ihr Hobby. Sabine Harker lässt sich von vielen Dingen und Ereignissen inspirieren. Alles, was ich sehe. Ich habe ganz viele Bilder im Kopf. Ich sehe viele Bilder im Hintergrund, was andere vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Trotz des schlechten Wetters im Juli wurde die Ausstellung bisher sehr gut besucht. Auch für viele Touristen in Bad Zwischenahn ist der kostenlose Ausflug in die farbenfrohe Welt der Sabine Harker eine willkommene Abwechslung. Viele Bilder wurden bereits verkauft, was sicher auch an den zivilen Preisen liegt. Alle Werke sind für fast jedermann erschwinglich. Der große Erfolg hat die Oldenburger Künstlerin ermutigt, auch in Zukunft weitere Ausstellungen zu planen. Viele Kontakte konnten bereits geknüpft werden. Die nächste Ausstellung soll in Oldenburg stattfinden. Mona Lisa.
Ollis Radioshow. Zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radioshow. Schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. Thank you.